Termin. Wir haben uns gedacht, nachdem wir ja in Berlin gewesen sind und in Berlin eine Schweigeminute abgehalten worden ist, die jeden Montag auch in anderen Mahnwachen abgehalten wird. Normal so gegen 20 Uhr, aber es ist ja irgendwo auf der Welt immer irgendwann 20 Uhr. Und so können wir das jetzt auch machen. Und ich möchte euch einfach bitten, euch zu dieser Schweigeminute einfach mal vorzustellen, ihr seid wieder Kinder. Und ihr könnt träumen. Und ihr könnt als Kinder alles, was die Welt bietet, euch zu Hilfe nehmen, euer Bild vom Frieden zu malen, zu fotografieren, zu handarbeiten, was auch immer euch einfällt. Und in der einen Minute, die wir hier schweigen, euch mit wirklich schönen Gefühlen, obwohl wir gerade etwas ganz Schreckliches gehört haben, etwas Trauriges gehört haben, mit schönen Gefühlen und friedvollen Gefühlen, dieses Bild einfach vorzustellen. Ich würde sagen, wer guckt mal auf die Uhr, was ihr mit euren Ideen, mit eurer Kreativität, mit eurem Potenzial, mit Stift, mit Wachsmalkreide, mit Pinsel, mit Fotoapparat, mit was weiß ich, was euch einfällt, für ein schönes Bild einer friedvollen Welt gestalten könnt. Schließt einfach die Augen und guckt, was kommt. Wieder willkommen im Hier und Jetzt, wie wir als Mentaltrainer sagen. Möchte jemand über das Bild, was er gesehen hat, etwas sagen? Also ich hatte gerade die Vision, so wie das, wie heißt dieses Contest, European Song Contest, wo so die verschiedenen Länder alle aufgerufen wurden und Bilder gezeigt wurden von riesigen Menschenmassen, die für den Frieden eingestanden haben. So, ich habe, denke ich mal, viel auch von dem Bild von Samstag mitgenommen, von Berlin, aber eben halt, dass das weltweit ist und Unmengen von Menschen aufgestanden sind. Das ist mein Bild. Noch jemand? Seid ruhig mutig, ist euer Bild. Okay. Nehmt dieses Bild im Herzen mit nach Hause, hegt es und pflegt es, wie eine Blume, wie einen Samen, der aufgehen soll, und gießt es. Nehmt es mit nach Hause und nächsten Montag machen wir die nächste Schweigeminute, und in der Zeit verbinden wir uns mit allen friedvollen Menschen, man weiß das heute, ich habe das schon mal gesagt, über ein morphogenetisches Feld oder kollektives Bewusstsein, mit allen friedvollen Menschen auf der Welt, die zu dieser Zeit genau das Gleiche denken. Und so sind Evolutionssprünge möglich. Ich wünsche uns noch einen schönen Abend.